Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Above Steaks. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, weiter geht's. Ich habe ja gesagt, ich würde gern ein paar Ressourcen zusammensammeln und suchen und hier und da. Und jetzt muss ich nur schnell mal was trinken. So, und irgendwie was essen. Und jetzt geht's mir ein bisschen besser. Okay, also ich habe inzwischen mehr als genug Steine, ein Stack Äste, ein Stack Holz innerhalb von der Kiste, ein bisschen Stoff hergestellt, nochmal Hanf. Einfach beiseite gepackt, ne, einen Haufen Federn und hab hier nochmal so ein bisschen was an Verbrauchsgegenständen und ein bisschen was an Fisch, falls wir den irgendwann noch brauchen. Genau, so, ich bin relativ gut vorbereitet, jetzt müssen wir den Handelsposten noch freischalten. Jetzt habe ich bloß vergessen, was ich dafür brauche. Achso, die warte, der Kartografietisch, mein geliebter Zungenbrecher ist da, brauchen wir bloß die Feuersteine, das ist gut. Zack, genau. Der Handelsposten. Handelsposten, das heißt, wir werden jetzt dann doch mal... Nein, keine Knochen. Wir werden jetzt doch mal so ein bisschen... Was ist das mitnehmen? Warte mal, kann ich... Die hier kann ich mitnehmen? Das da. Die Blechdosen. Ich weiß gar nicht, ob man vielleicht die Äxte sogar verkaufen kann. Keine Ahnung. Ich nehme mal eins mit. Mal schauen. So. Dann müssen wir natürlich jetzt das Ding noch irgendwo hin platzieren. Natürlich hier unten in die Prärie. Oh, hier könnte es tatsächlich schwierig werden. Wobei, wenn ich das eventuell doch irgendwann mal wieder lösche. Ist halt die Frage, ne? Eigentlich fände ich es dann schon ganz cool, wenn es hier irgendwie ist. Komm, wir packen den jetzt dahin. Da war ein Pferd! Da war ein Pferd. Schnell. So, dann flitzen wir mal los. Und geben das Päckchen von Stark ab. So. Und dann bin ich gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Wir werden Baumwolle auf alle Fälle mitnehmen. Denn davon werden wir vielleicht doch noch ein bisschen was brauchen. Dann ist die Frage eigentlich nur, gibt es die... Nee, anders. Sind die ollen Viechers wieder da? Nee, aber die wilden Möhren sind da. Die würde ich gerne mitnehmen. Ach, guck mal, das ist wieder geschlossen, ne? Krass, okay. Doch, da ist wieder einer. Aber es ist diesmal nur einer? Nee, da. So. Einer. Genau, und dann... Oh. Oh, cool. 17 kritisch. Das war gut. Kira, noch ein Schuss. Ja, sehr nice. Häuten und ausnehmen. Das machen wir. Das war das Kanickel. Ein bisschen Fleisch ist immer gut. So, dann plündern wir noch schnell die zwei Herrschaften, die hier rumfliegen. So, und dann gucken wir nochmal nach Baumwolle. Das ist Baumwolle. Und dann gehen wir zum Handelsposten, ne? Das machen wir. Da ist nochmal Baumwolle. Hanf haben wir eine ganze Menge. Öffnen Schlüssel, okay. Naja, bin ich mal gespannt. Da ist nochmal eine wilde Möhre. Keine Ahnung, ob wir die irgendwann mal so richtig gebrauchen werden. Aber was wir haben, das haben wir, ne? Ich denke, ich werde früher später auch nochmal ein bisschen Vanille und Minze mitnehmen müssen. Aber jetzt gerade reichen mir die Möhrchen. Gib mir die Möhrchen. Ja. So, Baumwolle. Sehr schön. Oh, da ist ein Pony. Hallo. Schnellreise. Du kannst Pferde benutzen, um schnell zu bestimmten Orten in der Welt zu reisen. Diese Orte sind durch einen Anbindepfahl gekennzeichnet, an dem ein lebendes, ein in Klammern lebendes Pferd befestigt ist. Finde mehr als zwei Anbindepfeiler in der Welt, um schnell Reisen freizuschalten. Wuhu, das ist cool. Achso, oh ja, stimmt, wir können ja hier... Sehr schön. Fass. Oh, herrlich. Münze. So, ein Schlüssel und ein Wasser. Noch ein Schlüssel. Geil. Lass mal drehen, dass wir hier besser sehen können. Ein Hufeisen, okay. Können wir hier... Oh, jetzt wird dunkel. Das ist natürlich nicht so cool. Achso, kann ich hier die Bücher auch mitnehmen? Nee. Öffnen. Schönen guten Tag. Hallo. Der Schreiber. Willkommen im Handelsposten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Madam? Ich habe ein paar Fragen.
Ich bin immer gerne behilflich. Frage nach Neuigkeiten in der Region. Sie haben sicher schon von all den verrückten Dingen gehört, die hier vor sich gehen. Ich halte mich fern von jeder Gefahr und konzentriere mich nur auf meine Arbeit. Allerdings kam neulich ein seltsamer Typ vorbei. Er konnte nicht aufhören, über das Angeln zu reden. Und das Paket, das er vorbeigebracht hat, meine Hände riechen immer noch danach. Das muss Fischöl oder so etwas gewesen sein. Er hat auch das Poster dort drüben aufgehängt. Okay. Frage nach erhaltener Post. Haben Sie Post für mich? Lassen Sie mich mal sehen. Wie ist der Name? Mein Name ist Ayana. Einen Moment, bitte. Ah ja, hier ist es. Da gibt es einen Brief auf Ihren Namen. Er liegt draußen auf dem Tisch. Okay, aber wir wollen ja eigentlich noch hier Fragen stellen. Hier. Können Sie dieses Paket bitte nach Corpse Creek schicken. Lassen Sie mich sehen. Das kann ich gerne tun. Sollte es an jemanden bestimmt adressiert sein, auf dem Etikett steht nur an die Schmiede. Oh, das weiß ich leider nicht. Es ist nur ein Gefallen, deswegen... Oh, das ist aber sehr freundlich von Ihnen, Fräulein. Der Postbote sollte morgen früh kommen und die ganze Post abholen. So, und jetzt kann ich hier... Ich will shoppen. Shoppen. Kann ich mal die... Sehr nice. Schlangenöl-Tonikum. Okay. Kann ich hier, was ist das? Manche sagen, dass es Glück bringen soll. Okay. Ja, Schlüssel verkaufen wir auf gar keinen Fall. Aber hier. Öllampe. Oh. Kann bestimmt beim Händler verkauft werden. Dosen, Blechdosen. Ja, verkaufen wir auch. Perfekt. So, was haben wir denn hier? Kaffee. Eine schöne heiße Tasse Kaffee. Perfekt, um den Schlaf in Schach zu halten. Okay, cool. Rezept Kaffee. Oh, 90 Münzen. Wie viel habe ich denn? 42. Ja, krass. Eine Handfackel. Eine Fackel, die bei jeder Nutzung für eine kurze Zeit Licht erzeugt. Nützlich in der Nacht, in Höhlen oder Minen. Höhlen oder Minen? Okay. Ich glaube, da kommt noch so ein bisschen was auf uns zu, ne? Es ist interessant zu wissen, was können wir... Ach, guck mal hier, die Lederstreifen können wir verkaufen. Geweih. Ich habe keine Ahnung, was man halt alles noch braucht, ne? Deswegen, ey, guck mal, ich könnte hier für 3 Münzen, ja, also ich sammle einfach ganz viele Blaubeeren und dann, ja, verkaufe ich einfach die Blaubeeren und habe dann einen Haufen Geld. Ist irgendwie so fast ein bisschen unrealistisch. Oh, was ist jetzt? Hat er mich jetzt rausgeschmissen? Echt jetzt? Liebe Ayana, ich hoffe, dass du wohlauf bist. Die Zeiten sind wirklich schwierig hier in unserem Dorf und wir können deine Hilfe gebrauchen. Würdest du mich bitte aufsuchen, sobald du kannst, deine Freundin Cheyenne? Hat er mich jetzt einfach rausgeworfen? Aber es ist doch mitten in der Nacht. Es ist mitten in der Nacht. Ja. Kann ich irgendwie hier mal eben so ein kleines Lagerfeuer oder sowas machen? Handarbeit. Nee, kann ich nicht, weil ich bräuchte dann wahrscheinlich... da? Doch, hier. Hallo? Keine Werkstation in der Nähe. Nein! Da hat der Typ mich einfach rausgeworfen, ne? Der kleine... Dovi, ey. Toll, was mache ich jetzt? Ja, Pony, genauso fühle ich mich auch. Eieiei, lass uns mal die Weltenstücke anschauen. Das ist jetzt einzigartig. Oh, jetzt geht's ins kalte Klima. Schneebedeckter Wald. Und Wald und schneebedeckter Wald. Oh, das ist cool. Dann können wir, warte mal, Entschuldigung, jetzt, ich habe ja ein bisschen, dann können wir hier dann so ein bisschen weitermachen. Dann machen wir hier so eine Eisebene. Oh, das hat schon was, ne? Cool. Achso, ich wollte, Gott sei Dank. Darf ich jetzt wieder, ja? Du Arschi, ey. Crowdfishing, okay. Annehmen, auf alle Fälle. So, willkommen im Handelspunkt. Ja, Waren stöbern. So. Jetzt nochmal irgendwie, ich wollte ja eigentlich auch erstmal nur gucken, was man dann noch so ein bisschen verkaufen kann, ne? Die hier wollte ich verkaufen, primitive Axt, weil
die stört mich. Die nervt mich. Deswegen will ich sie nicht mehr. So. Ja, aber ansonsten... Also wie gesagt, das können wir hier eigentlich machen. Einfach mal so ein bisschen... Weil ich glaube, das Kaffee, das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht, enthält das Rezept für das Aufbrühen von Kaffee. Auch wenn wir sie jetzt wahrscheinlich noch nicht nutzen können. Aber es gibt ja Landwirtschaft, soweit ich weiß, ne? Entschuldigung. So. Wir werden jetzt erstmal zurückgehen. Kürzester Weg. Genau. Und dann ein paar Sachen erforschen. Achso, wir müssen... wir brauchen das dritte Weltenstück wieder. Deswegen, also wir werden jetzt mal gucken, dass wir drei Weltenstücke auf alle Fälle dann vollkriegen. Das dauert ja auch gar nicht lang. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Nochmal gleich ein bisschen Stein haxen. Oh, cool. Ich freue mich, ne? Ich bin total gehypt. Ich finde das mega. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was uns jetzt hier eigentlich noch alles erwartet. So, zack. Und das dritte Weltenstück. Ich nehme jetzt die dritte Blaubeere noch mit. Dann gehen wir zurück. So, dann nehmen wir den Kartografietisch und dann ein Fell. Das ist blöd. Hab kein Fell mehr. So, was können wir hier jetzt? Das können wir dann auf alle Fälle freischalten. Dann können wir die Fischerhütte jetzt auf alle Fälle machen. Auf alle Fälle. Und dann brauchen wir Stoffe. Okay, also Stoffe. Das heißt, es war eine gute Entscheidung zu sagen, wir nehmen Baumwolle mit. Entschuldigung, warte mal so. Denn wir brauchen fünf Stoff zum Freischalten. So, wir können zwar jetzt nicht alles schon benutzen, aber zumindest können wir hier schon mal das alles freischalten. Genau. So, und da brauchen wir halt erst noch ein Fell. Okay, dann setzen wir mal hin. So, wir brauchen zuerst hier Dester. Nein! Ach komm! Warum geht das jetzt nicht? Ach, wegen dem... Da ist jetzt dann tatsächlich Wald? Echt jetzt? Nee, warte, stopp. So. Boah, da müssen wir aber echt gut laufen, ne? Ja, komm, das macht nichts. Das ist okay. Pass auf, jetzt geht's dann hier... C. So, pass auf, jetzt hier. Nein. Das da. So. Und dann brauchen wir jetzt hier. Das da. Genau, und jetzt müssen wir leider erstmal... noch mal ein bisschen weiterarbeiten, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Und dann machen wir hier ein Weltenstück mit Ebene und Wald, ne? Dieses geteilte. Und dann geht es schon. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Ressourcen sammeln. Das hilft nichts, sonst kommen wir halt nicht weiter. Aber das macht nichts. Ich will jetzt hier einfach ganz viele Blaubeeren. Ich muss mal kurz... Ja, gut, okay. Wir spielen erst 13 Minuten. Das ist schon noch ein bisschen wenig, ne? So. Ja, dann... Nee, wir sammeln jetzt. Schalten das nächste Weltenstück frei. Dann schaffen wir eine Verbindung zu dem Fischerhaus. Ja, und dann gucken wir weiter. Ja, das ist schon cool. Also, gefällt mir. Es ist halt auch schön, weil es zwar schnell geht, aber ja, du das ja trotzdem in deinem Tempo entscheiden kannst. Also ich bin mir auch sicher, wir bauen nochmal ein vernünftiges Häuschen. Das ist ja jetzt wirklich bloß so dieses erste Hüttle. Ich weiß gar nicht... Kann man theoretisch mehrere Häuser bauen? Eigentlich müsste es ja schon gehen, ne? Warum nicht? Also es wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn man einfach sagt... Ah, guck mal. So. Genau. Das setzen wir dahin. Weil den schneebedeckten Wald, den können wir ja hier oben hinsetzen. Weißt du, was ich meine? Oder hier hinten. So ein bisschen... Dass wir hier hinten so ein Eis... Ja, weiß ich noch nicht. Aber jetzt hier, das finde ich in Ordnung so. Genau. So. Mausi, ich glaube, du musst mal was trinken. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich für eine Blaubeere... Ja, oder für einen Stack Blaubeeren kriege ich 90 Münzen. Also warum sollte ich das nicht investieren? Weißt du, was ich meine?
Und von daher, außerdem kriegen wir die nächsten Weltenstücke und können dann halt einfach immer noch mal ein bisschen ausbauen. Und mit diesem Anbaupfahl, Pferdepfahlgedöns, Anbindepfahl, können wir dann auch schnell reisen. Also vielleicht ist es wirklich gar keine schlechte Idee zu sagen, man baut halt wirklich mehrere Häuser. Ich finde, man sollte sich zwar schon irgendwann festlegen, dass man dann einfach so ein richtig cooles, großes Grundstück hat. Wie gesagt, gerade wenn dann vielleicht doch noch die Landwirtschaft dazu kommt. Aber so alles in allem war cool. Riesig, finde ich gut. So. Jetzt gucken wir nochmal nach Ästen und sowas, ne? Und Federn. Falls wir doch nochmal was umbauen müssen, dass wir einfach die Möglichkeit haben, genügend Tinte herzustellen. Und Äste sind ja auch zum Anbefeuern von den, ja, von den Lagerfeuern. So, gucke mal. Oh, das ist ein Hase. Oh, das ist ein Reh. Wir brauchen noch ein Fell. Ja. Hallo. Entschuldigung. So. Guten Tag. Was? Schießen. Rostiger Remington. Okay. Was ist das? Öffnen. Haha, geil. Ich habe einen Schlüssel für eine Schlüssel gekriegt. Okay. So. Mr. Crude. Hallo und willkommen in meiner bescheidenen Hütte am See. Na gut. Sind Sie Mr. Crude von den Plakaten? Ah, ich schätze, Sie haben einen meiner Poster gesehen. Wie schön, dass die Leute Sie bemerken. Aber ja, ich bin der einzig wahre Mr. Crude von Crude Fishing. Es gibt nur einen sicheren Weg, Sie alle zu fangen. Crude Fishing. Können Sie mir einfach vielleicht zeigen, wie man Fische fängt? Das weiß ich doch schon. Ah, Sie wollen sich im Angeln versuchen? Spektakulär. Hier gibt es viele großartige Stellen, um wirklich große Fische zu fangen. Das Wichtigste zuerst. Haben Sie schon eine Angelroute? Ja. Ja, ich habe eine Angelroute hergestellt. Perfekt. Dann zeigen Sie mal, was Sie schon können. Da fangen Sie ein paar Blaubarsch. Je mehr Sie fangen, desto bessere Fische tausche ich gegen Sie ein. Okay. Suchen Sie sich einfach einen See wie diesen hier und suchen Sie nach Wellen im Wasser. Ja, einige Angelplätze sind besser als andere. Aber wie das Leben ohne eine kleine Herausforderung. Okay. Können Sie mir etwas über diese Region erzählen? Ich kenne die meisten Seen hier in der Gegend, also kenne ich die Fische besser als die Menschen. Aber in der Gegend muss etwas los sein, denn heute spielen die Fische wirklich verrückt. Sie schwimmen, als wären sie vom Teufel besessen. Okay. So, kann ich jetzt hier... Ah ja, annehmen. 5. Wieso 4? Wieso habe ich jetzt... Ach so, wegen der Karte. Deswegen. So, angeln. Bin mal gespannt, was ich jetzt fange. Ich meine, ansonsten, ich habe ja noch einen Blaubarsch. Ne, habe ich ja extra noch aufgehoben. So. Metallschrott. Okay. Eigentlich ist es gar nicht gut, wenn wir jetzt hier so mitten in der Nacht... Wieso drücke ich denn eigentlich F? Ich brauche doch R. Und wieso glitzert das? Das wäre auch interessant zu wissen. Und Metallschrott ist halt echt doof, ne? Ich brauche keinen Metallschrott. Da? Nee, nicht Wasser, sondern Angeln. Fange mindestens einen Blaubarsch. Warum glitzert es da, aber bei den anderen nicht? Das ist interessant. Oh, ein lilaner Stör. Okay, krass, ne? Jetzt wird's dunkel. Nee, die Angel brauchen wir. Was ist das? Das? Wieso ist da ein Haus? Ach, das ist mein Haus! Oh Mann, Leute. Ich sag's euch. Ah, wie geil. So, wir schlafen. Mal gucken. Ach so, hier, guck mal, da. Verbrauchbar. Alter, geil.
Ich weiß jetzt gar nicht, das sind die Barsche, ne, glaube ich. Blaubarsch, genau. So, jetzt schlafen wir. Ich würde tatsächlich gerne noch mal gucken, dass wir ein bisschen angeln. Weil das finde ich jetzt gerade schon cool, ne? So, jetzt lass uns mal gucken. Boah, essenstechnisch, ne? Wir müssten mal echt gucken, dass wir irgendwie ein bisschen was kochen. Warte mal, jetzt müssen wir noch mal schauen. Hier, Wels, Fisch ausnehmen. Und den Lachs. Genau, pass auf, dann müssen wir jetzt dann erstmal noch mal was kochen. Also, wir müssen jetzt was essen sonst. So, 1, 2, 3. Tee. Und jetzt würde mich interessieren, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt... Achso, dann ist das wieder bloß so eine komische Mahlzeit. Okay. So. Und so. Perfekt. Genau. So, und dann gucken wir mal. Da. Und dann gehen wir jetzt einmal... Achso, kann ich hier schon rumgehen? Nee, da kann ich noch nicht rum. Okay. Das heißt, da... Und da geht's dann los, ne? Da kann ich dann nicht. Doch, nee, das geht nicht. Geht es? Jetzt hat er sich aufgehängt. Nein! Nein! Und ich habe nicht gespeichert. Nein! Hat er gespeichert, wie ich geschlafen habe? Oder hat er nicht gespeichert? Nein! Das ist nicht nett, Spiel. Und dass das jetzt da nicht funktioniert, das nervt mich gerade. Wir müssen den Handel, daran habe ich nicht gedacht, mit dem See. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das dann anders machen. Da muss ich die Prärie mal ein bisschen umgestalten. Okay. So, gut. Dann wird es heute eine bisschen kürzere Folge. Dann sind es halt heute nur 20 Minuten. Das tut mir leid. Ja, ich muss mich jetzt erstmal... Muss das jetzt nochmal neu starten, muss gucken, was ich nochmal aufbauen muss und dann, ja, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Es tut mir leid, aber das ist halt Early Access, es passiert halt leider, da kann man nichts gegen machen. Ja, trotzdem danke, dass ihr dabei wart und ja, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Lasst mir doch trotzdem ein Mitleidsdäumchen da, weil ich nicht weiß, wie viel ich jetzt nochmal machen muss. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.